Heute lassen wir gemeinsam eine Dose implodieren. Anders als bei einer Explosion sind die Kräfte hier nach innen gerichtet. Das heißt, anstatt in Einzelteilen nach außen zu fliegen, fällt die Dose in sich zusammen. Wir benötigen hierfür eine Kristallisierschale mit kaltem Wasser, eine beliebige Getränkedose, unseren treuen Bunsenbrenner und ein kleines Becherglas mit Wasser. Als erstes entleeren wir die Dose. Keine Sorge, wir verschwenden nichts. Das Kohle wird weiterverwendet, um die absorbierende Wirkung von Aktivkohle zu demonstrieren. Der Versuch hätte übrigens auch geklappt, wenn wir einfach die richtige Menge Cola in der Dose drinnen gelassen hätten. Da man aber in die Dose nicht hineinschauen kann, ist es so einfacher. In die leere Dose füllen wir eine kleine Menge Wasser ein. Wir entzünden unseren Bunsenbrenner und halten die Dose mit einer Tiegelzange über die rauschende Brennerflamme. Wir wollen alle Luft aus der Dose verdrängen. Dazu bringen wir das Wasser in der Dose zum Sieden, wodurch sich Wasserdampf bildet. Dieser dehnt sich aus, bis er die Luft verdrängt hat und den gesamten Gasraum in der Dose ausfüllt. Jetzt halten wir die Dose mit der Öffnung nach unten in das kalte Wasser. Sofort kühlt die Dose ab. Wasserdampf kondensiert zu Wasser und es entsteht ein starker Unterdruck in der Dose. Da die Öffnung unter Wasser ist, kann keine Luft nachziehen und die Dose wird durch den umliegenden Luftdruck zerdrückt. Sie implodiert. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.